Wo ist die Zahnradkiste? Ich habe sie in die falsche Kiste gelegt. Kein Wunder, dass keine Zahnräder hergestellt wurden. 891 Platten. Oh, mach mal. Mach mal ein bisschen Zahnräder. Miep, 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 miep. So. Hier lege ich noch nichts rein, bevor ich nicht auch die Zahnräder habe. Das wird sonst die Hölle. Gut, also das braucht eine Weile. Gucken wir derweil nach dem Rest. Wir haben ein paar Mauern gebaut. Ich stelle mal noch mehr von der Armor-Piercing-Munition her. Strom ist im Vorbeigehen okay. Unsere Lagerkisten, die wir nie benutzen, sind immer noch da. Bis wo ziehen wir das jetzt hoch? Hoch. Das ist, ja, wir werden es ziemlich hochziehen. Weil das Ding wird riesig werden. Ihr seht ja gerade, für die paar Produkte, die wir jetzt herstellen können, was bei weitem noch nicht alle sind, brauchen wir tierisch viel Platz. Sie hier, ne, auf der Karte, ist schon ein bisschen was. Und das wird sie noch gut ausdehnen. Also werde ich hier die Mauer einfach weiter hochziehen. Immer weiter hochziehen. Bis eventuell einschließlich das Eisenfeld da oben. Was da gleich kommt. Weg mit dir. Oh. Ja, Doppelmauer ist später auch gar nicht so eine schlechte Idee. Weil es gibt Gegner, die können über Mauern rüberschlagen. Über einzelne Mauern. Aber da muss ich gucken, wie ich das handle. Weg. So, Mauern alle. Steine auch alle. Nö. Gun Turrets, ja. Ich hätte eigentlich ganz gerne die Lasertürme demnächst. Und ich sollte mich auch umgucken, wo es gerade so schön Nacht ist und wir durch den Wald laufen, ob hier vielleicht noch irgendwo Gegner sind. Weil nur weil sie nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Und sich aufbauen und andere von sich herbeirufen und noch mehr aus... Da sehe ich was Rotes. Oh, oh, das ist eine kleine Basis. Ich glaube, die schaffe ich. Den soll ich sie jetzt zerstören, bevor irgendwas dazwischen kommt. Oh. Okay. Alles gut, alles gut. Ich muss sie nur schnell genug töten. Bevor sie nachspawnen. Schnell. Töten. Daka. Hui, okay. Die Dinger kommen mit. Da hat jetzt ein kleiner... Nee, es darf kein Überleben kommen. Wo bist du? Oder ist das Öl? Ah, Wurm. Wurm ist garstig. Aber der kann wenigstens nicht weglaufen, glaube ich. Du bleibst schön da hinten. Also, Basis zerstört, Mission erfolgreich. Und wir haben Alien-Artefacts dabei. Die brauchen wir später für eine andere Art von Science-Packs. Ich meinte ja schon mal ganz am Anfang, dass man gewisse Forschungen nur betreiben kann, wenn man gegnerische Basen zerstört. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Aber das war auch die aller kleinste Form von Basis, die es gibt. Das muss ich fairerweise mal hinzufügen. Oh, was ist denn hier los? Oh, er kann nicht weiterarbeiten, weil er keinen Platz hat, die Chips abzuladen. Ist nicht so gut. So. So müsste das wieder aufgehen. So, wo machen wir die Mauer hier auf der Seite? Wir haben zwar gerade eine Basis kaputt gemacht, aber ich hätte trotzdem gerne hier auch schon mal einen Ansatz von der Mauer. Eine Verlängerung von dem Wasser hier. Oh, schaut okay aus. Also ziehen wir hier eine Mauer hoch. Weg. Und genau das, was ich jetzt gerade gemacht habe, solltet ihr zwischendurch auch machen. Kleine Basen raussuchen, die in eurer Nähe sind und kaputt schießen, bevor die groß werden. Weil je länger ihr wartet und vor allem je näher die dran an eurer Basis sind, desto schneller werden sie größer. Also mit der Zeit werden sie größer und wenn sie nah genug dran sind, also in eurem Smog-Radius, seht ihr hier das rote vorgehobene, der Smog tipselt immer wieder auf das Feld und die saugen das auf und mutieren. Und werden garstig und werden mehr. Das heißt, um die Basis, da müssen wir uns früher oder später wirklich kümmern. Was halt problematisch ist, weil wir noch nicht so super Rüstung haben und noch nicht so super Waffen. Ja. Mehr Mauern, mehr Bang Bang.
hoffe einfach mal, dass sie drauf zustürmen und dann erschossen werden. Das wäre echt super. Wir können die auch mit Panzerbrechenden füttern. Ist jedoch meistens nicht so wirklich notwendig. Und ich würde eigentlich ganz gerne meinen Stahl für mich selber und für bessere Maschinen verwenden und nicht für Piu Piu. So, 12 Magazine reicht eine ganze Ecke. Weil ich auch immer von Hand nachfüllen kann, wenn mein Angriff ist. Und die Angriffe kommen meistens nicht so schnell hintereinander, jedenfalls bei den Spielen, die ich bisher so hatte. So, bestückt, bestückt. Türme, mehr bauen. Eine Radaranlage. Habe ich bisher auch noch nicht gebaut, sollte ich jetzt wohl langsam mal nachholen. Verbraucht ziemlich viel Strom, scannt aber einmal die Minimap oder die Map in einem recht großen Radius um einen rum aus und scannt immer wieder nach. Also man sieht jetzt halt, wie die Basen nach und nach wachsen. Die Information, die ich jetzt über die Basis da habe, ist veraltet. Das heißt, eigentlich sollte ich da jetzt mal hinlaufen und gucken, was da so inzwischen alles steht. Praktisch wäre das nicht so toll. Wobei, ich könnte mal versuchen, die auszudünnen. Nein. Also ich hatte kurzfristig überlegt, ich baue einfach hier ein paar Türme hin. Also 3-4 Stück auf einem Cluster und hier nochmal 3-4 Stück. Mach hier ein Loch in die Wand, lauf durch, pull einmal die gesamte Meute und die wird dann hier von den Türmen erschossen. Haken ist, die Viecher sind teilweise schneller als ich. Deshalb bräuchte ich ein Auto, was wir noch nicht haben. Und es bringt nichts, die Viecher zu töten. Die spawnen einfach nach. Das ändert gar nichts an der Bedrohung da drüben. Es gibt da diverse Mods, die das abändern, dass auch Alien-Viecher kleine Alien-Artefakte droppen, damit man so ein bisschen was davon hat, die zu töten. Aber im Vanilla-Spiel bringen die halt gar nichts. Finde ich auch ein bisschen schade. Also sollte schon irgendeinen Sinn machen, Aliens umzubringen. Meiner Meinung nach. Aber ich bin ja auch imperialistischer Kapitalisten, Schweinehund und so. Dahin. So, ich war jetzt lange genug von der Basis weg. Was ist alles schiefgelaufen derweil? Wir haben keine Förderbänder, wir haben keine Arme, wir haben keine grüne Science-Dinger. Aber wir haben Chips. So, für euch brauchten wir Eisen und, also Eisenplatten und Zahnräder. Die hole ich mal ab. Warum? Ja, hier selbes Problem, das ich unbedingt fixen muss. Das Problem werde ich überall haben. Irgendwann sind zu viele Rohgüter da, wenn ich zu viel auf einmal einen Auftrag gebe. Dann können die ihre Sachen nicht ablegen. Kann ich beheben durch die roten Arme? Durch die da. Haken ist dabei, aber ich bräuchte denn hier noch ein Fließband. Also quasi noch eine Reihe, die außen rumläuft. Was eigentlich nicht so schlimm ist, weil die Lichter müssen ja nicht dastehen. Ich teste mal. Also erstmal kann das ruhig ein langsames Fließband sein. Weg mit dir. Es kann ein langsames Fließband sein, weil die werden nicht so schnell hergestellt, dass es hier zum Stau kommen könnte. Du kommst weg, du musst irgendwo anders hingesetzt werden. So. Hier hin. Und dann kommst du dahin. Und du nimmst bitte keine Öltanks. Du nimmst bitte Zahnräder. Und jetzt ersetzen wir alle outgoing Dinger da. Durch die roten. So. Und die legen jetzt alle produzierten. Oh, da hinten ist das Problem. Die legen jetzt alle produzierten Güter auf das äußere, langsamere Fließband. Die werden alle hier hingebracht, die werden alle hier hingebracht. Kein Problem. Jo, das geht auch richtig schön auf. Okay. Kommst du hinterher, Junge? Ja, weil hier gerade nichts mehr gemacht wird. Okay. Muss ich später gucken, ob wir noch eine zweite Kiste hier hinstellen. Aber bis jetzt reicht es. So, Eisenplatten. 1200. Schieß mich tot. So. Wir hätten gerne 300 Zahnräder, 300 Eisenplatten, gleich 300 Circuit Board. Nee, keine Zahnräder, keine Zahnräder, keine Zahnräder.
Was machst du da für einen Murksgerüben? Die brauchen Kupferdraht. Kupferdraht, Kupferdraht. 2000 Kupferdraht. Habe ich erwähnt, dass wir dezent viel Kupferdraht haben? 600 Kupferdraht. 600 Platten. 600 Circuits. Im Idealfall. Wobei wir das hier ein bisschen pimpen müssen, denke ich. Ja, das pimpen wir auf jeden Fall. Damit und ganz viel tollem Zeug. Erstmal... erstmal sollten wir die Bedrohung im Westen im Auge behalten. Das klappt soweit. Stahlproduktion. Kann man ein bisschen Eisen rein. Immer schön darauf achten, dass Eisen von unten weiter reinkommt. Ist alles voll? Ach du Kacke. Ja, wir brauchen einen weiteren Fast-Inserter. Habe ich doch irgendwo schon gebaut, oder? Ja, hier. Fast-Inserter. Eisenkiste. So, gib ihm. Jetzt gehen wir runter und gucken, ob der Stau sich langsam löst. Nee. Ah doch. Nö. Brauche noch einen dritten davon. Ah ja, krass. Okay. Währenddessen füllen wir kurz mit Kohle nach. 10. So. Und ich glaube, ich hätte wirklich vor ein paar Folgen die Dinger hier auch so einstellen sollen, dass sie automatisch befeuert werden. Also automatisch ihre Kohle bekommen. Könnte ich theoretisch jetzt auch noch machen, aber jetzt ist es eigentlich wirklich nicht mehr so lange hin, bis wir die elektrischen Bogenschweißdinger da bekommen. Naja. Und es hat sich immer noch nicht ganz aufgelöst. Okay. Also wir brauchen noch einen davon. Fast, Typi, mach da. Mach Kiste, mach voll. Gut. Kohle hier ist okay, Kohle da ist okay. Du warst Steinschmelzen. Können wir Zeit nochmal machen. Ich würde gerne das ganze Holz loswerden. So. Dann Steine. Alle da rein. Dich mit Kohle füllen. Hier später Steine abholen. Ist okay. Stahlproduktion läuft. Draht hole ich keins, aber sonst ist mein Inventar wieder voll. Das kommt nicht ganz hinterher, das Ding. Also du bist auch ein Smart Inserter. Ist ein Smart Inserter genauso schnell wie ein Fast Inserter? Kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen. Ah ja, die kommen mal mit. So, wie viele haben wir von euch? 39, das ist nicht viel. Was fehlt euch? Zahnräder. Stopp. Ihr braucht jeweils eins. Okay, also tun wir rein. Tun wir rein. 72 davon. 50 davon. Ja, 70 davon. Typ. 50. 75 davon. So, die müssten jetzt zu viel Eisen. Müssten jetzt eigentlich anfangen, die Dinger da rauszunehmen. Aber es kommt kein Zahnrad an, ha? Huh? Ja, doch, jetzt die ersten. Menu. So, Zahnrad. Zahnrad wird genommen, Dings wird genommen, alles wird genommen, alles wird gebaut. Gott, also ich muss unbedingt in den nächsten Folgen Gerogon der Zukunft alles so umstellen wie das hier. Dass wir innen einen schnellen Kreis haben, wo die Sachen hergestellt werden, außen einen langsamen Kreis und dann wird alles reingeholt. Weil es kommen viel zu häufig überall zu Staus. Okay, hier vielleicht nicht, aber ne, bei anderen Sachen. Hier ist ein sehr gutes Beispiel. Was fehlt dir jetzt?
Du hast keinen Platz, um die Sache abzulegen. Ja, komm. Also, bevor wir jetzt einen Cut machen, bauen wir das hier noch einmal genau so aus. Doofe Lampe kommt weg. Wir brauchen Fließbänder. Haben wir nicht irgendwo eine automatische Fließbandproduktion? Ja. Er hat aber noch nichts produziert. Ihr seid doof. Was? Du brauchst Eisen und das. Okay. 300 Eisenplatten. 300 Zahnräder. Oh, oh, Angriff. Ich wollte doch was bauen. Und die greifen genau von da an, wo ich keine Verteidigung gemacht habe, richtig?